Liebe Freunde der Straßenbaumkriminalität. Ich komme gerade aus dem Stadtbezirksbeirat Neustadt und dort wurde unter Punkt 1 die Kriminalitätsstatistik des Stadtbezirks Neustadt und speziell der äußeren Neustadt, also eines Teils des Stadtbezirks, die Polizeistatistik wurde vorgestellt vom Revierleiter, der seit ungefähr 1,5 Jahren im Amt ist, also noch recht jung im Amt. Allerdings wird, glaube ich, auch ein Revierleiter in der Neustadt nicht älter als 3 Jahre. Dann wird gewechselt, hat bestimmt gute Gründe. Darauf will ich auch nicht hinaus. Und der zweite Tagesordnungspunkt war die Fortschreibung des sogenannten Straßenbaumkonzeptes. Ich habe also die beiden Begriffe Straßenkriminalität und Straßenbaumkonzept zusammengeschmissen. Ich Witzbold. Ja, ich habe der Sitzung also ungefähr eine Stunde lang gefolgt, habe mir die vielen teilweise super Fragen und auch teilweise super dämlichen Fragen angehört und habe mich auch selber zu Wort gemeldet, was dem Herrn Barth irgendwann nicht mehr gefiel und er hat mir kein Wort mehr gegeben. Es war witzig. Ich habe ihm für seine Gnade gedankt. Ja. Ich habe ein paar Fotos gemacht, vielleicht hänge ich die an das Video dran. Hervorzuheben war, dass bei der Kriminalität in der äußeren Neustadt die Nichtdeutschen überproportional vertreten sind. Das heißt, ungefähr ein Drittel aller in der Neustadt erfassten Straftaten von der Polizei wird durch Nichtdeutsche begangen. Und der Bevölkerungsanteil an der Dresdner Bevölkerung und ich glaube auch in der Neustadt, es weicht nicht sehr vom Stadtschnitt ab, der liegt bei 8%. 8 mal 4 ist 32. Das heißt, Nichtdeutsche sind in der Kriminalitätsstatistik, und das ist nicht gleichbedeutend mit der Kriminalität, aber es ist eine Näherung, vierfach überrepräsentiert. Und eine Stadträtin von der Partei Die Partei, die Frau Brock heißt sie, glaube ich, hat gleich zu Anfang die Frage gestellt, ob es denn eine Statistik darüber gäbe, wie oft Nichtdeutsche bzw. People of Color, grundlos, wie sagt man, anlasslos kontrolliert werden. Und der Revierleiter hat darauf geantwortet, dass so eine Statistik also nicht geführt würde. Ich habe mich dann mit der Frage angeschlossen, wie er sich denn abseits von rassistischen Anwandlungen der Dresdner Polizei oder der Neustädter Polizei die vierfache Überrepräsentation erklären könne. Und es kam mehr oder minder nichts. Also, nö. Nichts, was der Rede wert wäre. Er hat was gesagt, aber nichts Substanzielles. Dann wurde noch gefragt, warum denn die Diebstähle im Vergleich zum Vorjahr, also 2018 zu 2019, um rund, ich glaube, knapp 22% zurückgegangen seien. Die Diebstähle in der äußeren Neustadt oder ich glaube im Stadtbezirk Neustadt sind im Vergleich zum Vorjahr um 22% zurückgegangen. Und die Erklärungsansätze waren, es wurde weniger angezeigt und es wurde weniger gestohlen. Mir ist noch eingefallen, es hätte auch einen Lerneffekt einsetzen können bei den Besuchern der Neustadt, die schon beklaut worden sind. Man trägt jetzt nicht mehr so viel mit sich, dass man auch nichts geklaut bekommen kann. Das wären drei Ansätze. Es gibt mit Sicherheit noch einen vierten. Also die Polizei hatte auch keinen wirklichen Erklärungsansatz für den doch durchaus heftigen Rückgang um 22% bei den Diebstahlsdelikten. Und Diebstahl ist das, was einfach geklaut wird ohne Einsatz von Körper oder so ähnlich. Also alles peaceful. Ich wollte weiterhin wissen, wie denn das Geschlechterverhältnis bei der Gewalt im öffentlichen Raum ist. Das konnte mir der Herr Polizist auch nicht beantworten. Hat mich auf die allgemeine Kriminalstatistik, die vom Bund, vom BKA rausgegeben wird, verwiesen. Ich habe ihn dann noch gebeten, er möge es doch bitte nachreichen, damit es in der Niederschrift auftaucht. Mal gucken. Und eine dritte Frage hatte ich noch. Ich wollte wissen, wie sich denn die häusliche Gewalt in der Corona-Krise entwickelt hat. Auch dazu konnte er keine Aussage treffen. Er war natürlich auch nicht vorbereitet. Aber nachdem Grüne, Linke und SPD im Stadtrat durch diverse Pressemitteilungen und Verlautbarungen und so weiter, wir spenden unser Geld an die Frauenhäuser, den Eindruck erweckt haben, als müsse durch die Corona-Krise mehr oder minder die häusliche Gewalt, und zwar allein von Männern in Richtung ihrer Partnerin, steigen. Und dass die Zahlen bundesweit nicht hergeben, dort ist eine Steigerung der Telefonhotline oder der Anrufe bei der Telefonhotline, Frauengewalttelefon oder so, Frauenschutztelefon, gibt es also auch nur für Frauen. Für Männer gibt es das nicht explizit, die dürfen sich dann an einen weißen Ring wenden oder was. Punkt ist, also außer einer
einer Zunahme bei den Anrufen beim Gewalttelefon ist bis jetzt, nichts an einer Steigerung an häuslicher Gewalt in der Statistik bei der Polizei zu erkennen. Ich habe es dann dabei bewenden lassen. Ich fand es interessant, dass welche Fragen gestellt wurden, also People of Color, klar, farbige Menschen. Also der Hinweis auf eine womöglich rassistische Neustadtpolizei durfte natürlich nicht fehlen, von der Partei die Partei, von einer Frau. Das Thema will ich abhaken. Als zweites kam also das Straßenbaumkonzept bzw. dessen Fortschreibung dran. Irgendwann hat der Stadtrat mal in einer geisterumnachteten Stunde wohl ein Straßenbaumkonzept beschlossen. Das Straßenbaumkonzept ist absolut unverbindlich. Es hat ungefähr 115 Megabyte die Vorlage, also eine Riesenvorlage. Ich glaube, das ist die größte, die ich je im Ratsinfo gefunden habe. Hunderte von Seiten, und zwar das meiste davon sind Profile von Baumarten. Da wird also ein Bildchen vom Baum gezeigt, wo er vorkommt, die Wuchshöhe, die Kronengröße und so weiter und so fort. Also Dutzende, wenn nicht Hunderte verschiedener Baumsorten werden dort vorgestellt. Es wird auch eine Erläuterung gegeben, zum Beispiel, dass es irgendwie 1928, also in der Weimarer Republik, irgendwie 60.000 Bäume gab. 1990 gab es nur noch 28.000 Straßenbäume. Also im Sozialismus, sei es der Nationalsozialismus oder der in der DDR praktizierte, sind offenbar ganz viele Straßenbäume flöten gegangen. Und von 1990 bis 2017 oder 18 war angeführt, hat sich diese Zahl also wieder verdoppelt und ist nahe dran am alten Bestand von 1928. Fun Fact 1. Fun Fact 2. Laut Straßenbaumkonzept sind also in den nächsten, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, 5 oder 10 Jahren, insgesamt 45 Millionen Euro. Also bei 10 Jahren wären das 4,5 Millionen Euro pro Jahr. Vorgesehen, nicht eingeplant, nur vorgesehen, so ideell, für die Pflanzung von, ich glaube, ungefähr 10.000, 15.000 Straßenbäumen in den nächsten Jahren. Die Vorlage hat das Datum 8. April, das heißt, sie ist weit vorher fertiggestellt worden, war aber am 7. April in der Dienstberatung des Oberbürgermeisters, da ist sozusagen das Finale und dann geht die Vorlage erst in die Beratungsfolge des Stadtrates. Das heißt, die Vorlage dürfte wahrscheinlich schon im Februar oder spätestens März fertiggestellt worden sein, also ziemlich sicher vor der Corona-Krise. Und jetzt geht also diese Fortschreibung des Straßenbaukonzeptes durch alle Gremien. Das sind also 10 Stadtbezirksbeiräte und 9 Ortschaftsräte und diverse Ausschüsse, also Umwelt, Kommunalwirtschaft, Finanzausschuss, mindestens 20 Gremien. Lass es 25 Gremiensitzungen sein. Ja, und die Frage nach den Kosten, die hat keiner gestellt. Das wollte also ich wissen. Im Haushalt sind jedes Jahr irgendwelche Summen für Straßenbäume vorgesehen. Mal im Straßen- und Tiefbauamt, weil die bauen Straßen neu, dann werden die Bäume dort automatisch mehr oder minder mit angeordnet. Das Amt für Stadt, Grün und Abfallwirtschaft hat auch ein kleines Budget, wie hoch, konnte gerade keiner sagen. Also es ist immer was für Straßenbäume vorgesehen im Dresdner Haushalt, aber diese 45 Millionen über die nächsten 10 Jahre, die müssen also nach und nach noch vom Stadtrat extra beschlossen werden. Die sind also nicht im Straßenbaumkonzept mit drin, läuft extra. So ein Straßenbaum zu pflanzen kostet 4.200 Euro, dabei ist der Baum an sich, der von der Baumschule gekauft wird und natürlich die Arbeiten, die dafür nötig sind und im Zweifelsfall noch weitere Materialien. Ich habe auch noch gefragt, warum die Bäume nicht lieber in der Heide gepflanzt werden oder ob das so wichtig sei, dass also durch die Bäume eine Verschattung im städtischen Raum gewährleistet wird, und darauf hat man mir zwischen Tür und Angel erzählt, nee, zwischen den Zeilen musste ich es lesen. Es wird der Eindruck erweckt, als würden Bäume Lärm schlucken. Es ist aber bis jetzt nicht nachgewiesen. Das heißt, es ist eher ein psychologischer Effekt, dass Bäume, der Glaube daran, dass Bäume Lärm, Straßenlärm, Autolärm, Verkehrslärm schlucken würden, dieser psychologische Effekt soll also ausgenutzt werden. Und bei der Verschattung, keine Frage, Straßenbäume spenden Schatten, zumindest wenn sie Blätter tragen und einigermaßen groß sind. Aber als Zusteller, der mit 40 Grad im Auto aus der Seitentür raustritt und dann die Kühle an der frischen Luft wahrnimmt, kann ich sagen, also wenn ich unter einem Straßenbaum vorbeilaufe, ja, dann merke ich, dass die Sonne mir nicht mehr auf dem Pelz scheint, aber von der Temperaturminderung und dass ich da von Baum zu Baum gehen könnte, um mich irgendwie abzukühlen. Es ist eher ein psychologischer Effekt, als dass es tatsächlich eine
Linderung der Hitzeschmerzen bewirken könnte. Und was wollte ich noch wissen? Ich habe die Stadträte darauf hingewiesen, dass es im Themenstadtplan die Möglichkeit gibt, sich alle Kulturdenkmale anzugucken und dass die Neustadt, wenn man sich den Plan für die Neustadt, äußere Neustadt anguckt, also fast alle Gebäude rot seien. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die weit überwiegende Zahl von Gebäuden in der äußeren Neustadt sind Gründerzeithäuser und die stehen unter Denkmalschutz. Und wie wir letzte Woche im Stadtrat, vorletzte Woche, ja, ungefähr vor 2 Wochen war Stadtrat. Da ging es um die Vorplatzgestaltung des Kulturpalastes und die Forderung, dort Bäume aufzustellen, wurde also vom Kultur- und Denkmalschutzamt abschlägig beschieden, weil Kulturpalast ist ein denkmalgeschütztes Gebäude und da darf man keine Bäume davor pflanzen, die die Sicht darauf einschränken könnten. Also wollte ich wissen, wenn in der Neustadt so viele Gebäude unter Denkmalschutz stehen, wo sollen denn die Bäume dann noch hinkommen? Und dabei ist noch zu beachten, dass die Neustadt so eng bebaut ist, mit Blockrandbebauung nennt sich das, dass also gar nicht genug Platz für Straßenbäume ist in vielen Straßen und somit zu wenig Platz. Denkmalschutz ist davon auszugehen, dass in der Neustadt nur sehr, 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 sehr wenige Bäume gepflanzt werden können, weil andere Auflagen dem entgegenstehen. Die Beantwortung der Fragen war, naja, ich will es nicht ganz schlecht reden. Der Herr Barth, der Ortsamtsleiter von der Neustadt und der Altstadt, der hat also zwei Ortsamtsleiterjobs, also zwei halbe Stellen voraussichtlich, der hat mir geantwortet, laut Paragraph 28 sächsischer Gemeindeordnung hätte der Stadtrat über wichtige Angelegenheiten zu befinden. Ja, derjenige vom Amt für Stadtgrün hat hingegen gesagt, dass sie in vielen Fällen die Bäume ganz auf eigene Rechnung pflanzen können, dass sie da keinen Stadtratsbeschluss brauchen, also keine weiteren Auflagen von irgendjemandem entgegennehmen müssen, sondern dass sie im Großen und Ganzen viele Bäume einfach in Eigenverantwortung pflanzen können. Wollte ich wissen, warum muss man dann den Stadtrat zu Rate ziehen? Hinweis von Herrn Barth, Paragraph 28, Sächsische Gemeindeordnung, ich glaube Absatz 1 war es. Wichtige Angelegenheiten. Straßenbaumkonzept, was ganz viele Datenblätter mit Bäumen hat, viele Kosten, aber keine Deckung im Haushalt. Das waren die beiden Punkte, die ich mir antun wollte. Weiter ertrage ich den Ortsbeirat Neustadt nicht. Es ist wirklich zum Weglaufen. Ich kenne nicht viele andere. Ich war schon mal in der Altstadt. In den wie heißen sie, Ortschaftsräten war ich, glaube ich, noch gar nicht. Also einen Vergleich habe ich nicht, aber der Ortsbeirat Neustadt ist meiner Meinung nach ein Hühnerhaufen, ein grün geprägter Hühnerhaufen mit vielen enthusiastischen Menschen, die einzelne Bäume retten und pflanzen wollen, aber die das Wohl der Stadt, keine Ahnung, irgendwo hinter der dritten Gewirnwindung versteckt haben. Das soll es gewesen sein. 13 Minuten ist schon ein bisschen lang geworden. Das war mein Bericht aus dem Ortsbeirat Neustadt vom 15. Juni 2020. Verzeih.